Montag, der 29.3. und heute haben wir eins zum richtig reinkommen nach den verrückten Open-Wochen. Eins für den Montag, für einen richtig schönen Einstieg. 50 Fast Feet, schnelle Bewegung hinher, jeder Schritt zählt nicht, also 1, 2, 3, also immer Double Tap. 30 Wall Lying Hands to Feet, die Variante für Toes to Bar Training. Ich zeige euch heute mal eine andere Variante, die ihr machen könnt. 20 Snatches, 10 mit dem rechten Arm, 10 mit dem linken Arm, 20 Front Squats, 10 auf der rechten Schulter, 10 auf der linken Schulter, 30 Wall Lying Hands to Feet nochmal und 50 Fast Feet. Hier wieder gleicher Modus wie oben. Four Time, einmal Gas geben, richtig schöner Flow auch im Warm-Up. Da sehen wir uns gleich. Bis dahin. Auf ins Warm-Up für diesen Montag und wir fangen mal wieder an mit dem PVC-Pipe, dem Holzstab, dem Besenschrubber, was auch immer ihr habt, um mal wieder ein bisschen Bewegung da reinzukommen. 10 Wiederholungen pro. Erstes sind Roll-Throughs, breiter Griff, die Arme ganz gestreckt halten. Wenn es hier nicht weitergeht, wieder zurück. Wenn ihr es schafft, die Arme gestreckt zu halten, dann ganz durch Schulter mit gestreckten Armen bis nach hinten weg und langsam wieder nach vorne. Vor, zurück ist 1, 10 Stück davon. Das zweite, wenn ihr das habt, Holzstab in den Nacken legen, etwas enger greifen, schulterbreiter Stand und lockere 10 Back Squats. Die Ellbogen nicht nach vorne pressen, sondern mit dem Oberkörper leicht in die Hinge-Bewegung nach hinten fallen lassen. 10 Back Squats damit. Wenn wir das haben, 10 Jefferson Curls nur mit dem Holzstab, schmaler Stand und dann Wirbel für Wirbel euch nach vorne übergleiten lassen. Kein Hinge, sondern der Po bleibt da, wo er ist, so tief wie ihr kommt. Einmal hier unten bleiben und Wirbel für Wirbel euch rund wieder öffnen. Das darf einen Moment dauern, also ist vollkommen in Ordnung. Und danach Snatch Grip, breiter Griff, Daumen einklemmen in den Hook Grip, Deadlift, hüftbreiter Stand und jetzt mit wunderschön geradem Rücken den Oberschenkel entlang gleiten und dann bis Mitte Schienbein einfach in eine wunderschöne Deadlift Hinge Position kommen und die Spannung im Rücken wieder trainieren, aufstehen, Po zusammenpetzen. 10 Snatch Grip Deadlifts für die Bewegung, wie ich in einen Snatch mal wieder reinsetzen könnte. Und zum Abschluss 10 Overhead Squats. Breiter Griff mit dem Holzstab, Gummiband, was auch immer ihr habt, langsam. Hüfte zurück, der Holzstab bleibt immer über den Knöcheln, Blick bleibt geradeaus, Knie nach außen, so tief reinsetzen, wie es funktioniert. Wieder aufstehen, ich möchte schöne Bewegungen haben. Fällt doch auf, dass wir natürlich mit den Outdoor-Trainings oder Zoom oder wenn wir einfach nicht so oft dabei sein können als Coaches, dass die Bewegungsqualität hier und da leidet. Das fällt uns auf, das sehen wir schon. Versucht auch euch da auch selbst wieder immer dran zu erinnern, wie möchte ich denn, dass es aussieht. Ihr möchtet diesen Sport ja, wenn möglich, noch so lange wie möglich betreiben. Davon bitte 3 Runden machen. 10 Roll-Throughs, 10 Back Squats, 10 Jefferson Curls, 10 Snatch Grip Deadlifts und 10 Overhead Squats. Das ist Part 1. Für Part 2 braucht ihr den Holzstab aber nochmal. Part 2 und wir üben mal wieder ein bisschen Bewegung für den Snatch. Breiter Griff, Daumen ist eingeklemmt und 10 High Hang von hier Muscle Snatches. Das heißt, Ellbogen, Nacken langsam zur Decke gezogen, explosiv nach oben weg. So wollt ihr das nachher in der Form haben und die Geschwindigkeit darf diese sein. Aufpassen, keinen Halbmond zu formen, den wir dann oben wieder fangen, sondern eng am Körper nach oben durch. Zweites, was wir haben, in den Nacken legen, breiter Griff darf bleiben, in eine Backsquat-Position kommen und von hier Backsquat Bottom Hold, Sots Press, versuchen aufrecht zu drücken. Wenn ihr merkt, ihr steht so da, kommt ein bisschen aufrechter und in der Position, in der der Oberkörper noch aufrecht sein kann, macht ihr die Sots Press. Das zum Einstieg und zum Abschluss nochmal 10 Overhead Squats, weil sie so wunderschön sind, in der wir nochmal versuchen, uns auf die Form zu konzentrieren. 2 Runden davon, 10 High Hang Muscle Snatch, 10 Sots Press in der Tiefe, 10 Overhead Squats und dann sind wir auch schon damit durch und euer Körper hat sich mal wieder in Richtung Weightlifting bewegt. Bereiten wir uns vor fürs Workout, Workout-Komponenten. Das erste, was wir machen, sind Fast Feet. Ich gebe euch verschiedene Varianten. Nachher sind es genau die, die wir jetzt machen. 30 Fast Feet. Und bitte, links, rechts ist 1. Ihr sucht euch eine Linie, eine leichte Erhöhung, eine Platte, ein Kissen, was auch immer ihr möchtet. Vielleicht sogar die Dumbbell. Und dann geht es los mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort, bis ihr bei 30 seid. Wenn wir das haben, 10 Renegade Rows, die kennen wir. In der Planke liegend und dann von Hand unter Schulter, Dumbbell oder Kettlebell zum Rippenbogen ziehen. Das heißt, haben wir hier eine Kettlebell, hier 10 Stück auf der rechten Seite und dann
Wenn ihr habt 10 Stück auf der linken Seite, funktioniert natürlich mit Dumbbell 1:1 genauso. Wieder 30 Fast Feet, diesmal aber einen Punkt suchen und Around the Worlds machen und versuchen die Koordination dabei zu wahren. Das heißt, ich habe hier meinen Punkt und dann ist es 30 Around the Worlds, immer auf die gleiche Stelle tippen und dabei aber vor und zurück wandern, okay? Das machen wir nur in eine Richtung in dieser zweiten Runde, wir kommen nachher noch dazu. 10 Chainsaws pro Seite, Ausfallschritt, Hand auf den Oberschenkel, Gewicht zum vorderen Zeh und mit größtmöglichem Schwung einmal durchgedreht. Funktioniert natürlich auch mit der Kettlebell, dass wir hier die Form, Bewegung, Muskelgruppen ähnlich zu einem Jumping Pull-Up, damit wir hier Latissimus schnell, intensiv und dynamisch bewegen. 30 Fast Feet Around the Walls in die andere Richtung, deswegen vorhin nur in die eine. Okay, das heißt wieder das gleiche suchen, Spannung in der Mitte halten. Und zum Abschluss Wall Lying Hands to Feet. Wir testen heute was aus, können mal gucken, wie das funktioniert. Normalerweise versuchen wir uns immer Füße an die Wand und dann versuchen mit den Händen die Füße zu bekommen. Heute versuchen wir die Variante, euch an die Wand zu legen, sehr nah mit dem Kopf ran. Und dann versuchen wir, die Hüfte einzuklemmen und an die Wand zu kommen. Das heißt, hier, und zwar wie in einer Kerze, nicht nur fallen lassen, sondern rein, hoch, gegen die Wand und ab. Das heißt, die Hüfte hoch, gegen die Wand und ab. Einklicken, hoch, berühren und zurück. Davon bitte mal 10 Stück ausprobieren und schauen, ob das gut funktioniert. Wenn ihr euch irgendwie festhalten müsst, Hände fest auf den Boden. Das ist der erste Teil, um in die Bewegungen von dem Workout zu kommen. Brauchen wir noch Front Squat und Snatch. Front Squat ist sehr simpel. Front Rack Position nachher. Mit der Kettlebell in dieser Position könnt ihr gerne 5 rechts, 5 links machen. Mit der Dumbbell in dieser Position, Dumbbell Kopf liegt auf der Schulter, 5 rechts, 5 links bitte einmal machen. Der Snatch sieht wie gewohnt immer ein bisschen anders aus. Was wir hier machen ist, bitte 5 Deadlifts mit einem Kopf zwischen den Füßen den Boden berühren lassen. 5 rechts, 5 links. Wenn wir das haben, in einen Hang High Pull zu kommen. Hang High Pull von vorne, Hang High Pull, Ellbogen schön nach oben. Haben wir das? Dumbbell auf die Schulter nehmen und 5 Push Jerks rechts, 5 Push Jerks links. 5 Hang Power Snatches rechts, 5 Power Snatches links aus dem Hang und zum Abschluss da, wo wir hinkommen wollen. Zum Boden, ein Dumbbellkopf berührt den Boden und 5 Mal auf der rechten Seite und dann 5 Mal auf der linken Seite. Mit der Dumbbell tatsächlich eine wunderschöne, aber simple Übung. Achtet nur darauf, unter die Stange drunter zu tauchen, so wie bei einem Push-Jerk, unter die Dumbbell, Entschuldigung, wie bei einem Push-Jerk. Kettlebell Snatch sieht ein bisschen anders aus. Und da gibt es ein paar Varianten, die ihr nehmen könnt. Das erste, was wir haben, ist ein Kettlebell Push-Pull Swing. Und wenn ihr nachher sagt, das ist das Einzige, was stabil und gut funktioniert, ist das die Vorstufe und die wunderbare Skalierung mit der Kettlebell für einen Kettlebell Snatch. Ihr kennt unsere Fußlänge Abstand, Schulterbreiter Stand, Ticken breiter vielleicht sogar. Sumo Deadlift High Pull Startposition. Und dann ziehe ich die Kettlebell einmal nach oben. Ich lasse sie jetzt in den 90 Grad Winkel laufen und Ellbogen zum Rippenbogen und gerade wieder rauspressen. Stabil bleiben im Handgelenk, damit das nicht wegknickt. Sieht wie folgt aus. Nach vorne weg. Die zweite Hand tut so, als wäre sie dabei und würde das Gleiche machen. Das gibt euch gute Stabilität. 5 rechts, 5 links. Dann gerne die Kettlebell auch auf die Schulter, damit die Schulter warm wird. Auch hier 5 Push-Press rechts oder 5 Push-Jerk rechts und 5 Push-Press oder Push-Jerks links. Und dann zum Abschluss der Kettlebell-Snatch. Nach dem Swing-Push schieben wir es nicht wieder nach vorne raus, sondern explodieren nach oben weg und bringen die Kettlebell in einer Swing-Bewegung über Kopf. Gleiche Startposition und Push. Und der Pull geht nach oben weg, Kettlebell liegt hier. Nach vorne rausschwingen und die nächste. Je schneller die Bewegung geht, umso sanfter legt sich die Kettlebell ums Handgelenk. Wenn ich ziehe, warte, drücke, fällt sie hier drauf. Nur mit der Geschwindigkeit arbeiten, gerne austesten oder bei Push-Pull im einarmigen Swing bleiben. Wunderbare Variante. Und jetzt hätte ich gerne, dass ihr austestet. 5 Snatches rechts, 5 Front Squats rechts, 5 Snatches links, 5 Front Squats links. Sehr schön.
Und zum Abschluss einmal alles austesten. 30 Fast Feet, 1, 2, daran denken. 10 Wall-Lying Hands to Feet, so wie ich sie euch vorgemacht habe. Gerne mal ausprobieren, klappt das nicht. Klassische App-Mat Sit-Ups machen. Und zum Abschluss 5 Snatches rechts, 5 Snatches links, 5 Front Squats rechts, 5 Front Squats links. Und ab kann's gehen in ein richtig cooles Workout.